vielen Dank für die Einladung, Markus. Ich versuche es auch mal ohne Mikro, wenn es okay ist. Probier es einfach mal. Also vielen Dank für die Einladung auch an Markus. Ich freue mich sehr, heute beim 10. Web-Montag über Startgeist etwas erzählen zu dürfen. Du hast mich am Anfang schon angekündigt, es ist nicht nur mein Startgeist, sondern meine Mitgründer sind auch noch hier. Wir sind zu dritt im Team. Daniel und Benjamin, ist glaube ich gerade unten auf Toilette. Ich finde es sehr gut, die Code of Conduct von Markus für die Veranstaltung generell. Ich möchte auch keinen diskriminieren. Unsere Plattform ist ein Netzwerk für Gründerinnen und Gründer. Wir nennen sie Starter. Und die Slides sind auf Englisch, ich rede auf Deutsch, so dass es nämlich auch Leute verstehen, die im Zweifel kein Deutsch sprechen. Moment. Kein Englisch sprechen. Kein. Nein. Wenn Sie kein Deutsch verstehen, können Sie trotzdem die Slides lesen. Das war schon richtig. Also, am Anfang, hat irgendjemand, wer hat von euch noch nicht von Startgeist gehört? Also sehr viele, das freut mich, deswegen kann ich euch heute Abend hoffentlich etwas darüber erzählen. Also, ich werfe vielleicht einmal die Frage in den Raum, wo würdet ihr denn hingehen, sei es im Internet oder irgendwo sonst, um im Prinzip nach dem Google von morgen, nach dem neuen Startup, nach dieser genialen Idee zu suchen? Wo geht ihr hin? Googelt ihr sie? Bitte einfach mal Vorschläge. Wer hat eine Idee? Ja. Bitte? Ja. Hier. Jetzt mal hierher. Startup Weekend. Zu Mario, von der Mitgründer Stammtisch auch gut. Okay. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Die Liste ist nicht voll umfänglich. Die Beispiele, die jetzt hier gerade drauf waren, im Prinzip hier ein Meetup hier oben rechts. Von links vielleicht Product Hunt aus USA, ein ganz neues, tolles Produkt, wo neue Produkte jeden Tag vorgestellt werden. Bis hin zu ganz hier unten vielleicht Blogs von Bloggern, die kreative Sachen schreiben und neue Ideen kundtun. Das ist im Prinzip nur eine kleine Auswahl, also im Prinzip hier einige Beispiele von möglichen Anlaufstellen, niemals vollumfänglich. Was stellt man aber fest, wenn man da drauf guckt? Man stellt zwei Sachen fest, meiner Meinung nach. Die meisten dieser Plattformen kommen aus den USA. TED 84, auch aus den USA. Warum ist es eigentlich so? Natürlich gibt es auch aus in Deutschland Gründerszene mit einem großen G. Und das Zweite, was man feststellt, auf diesen Plattformen findet man meistens nicht die neuen Ideen, die vielleicht morgen rauskommen, sondern man findet Startups, die schon gelauncht haben oder wie vielleicht im Fall von Vitalis ganz in der Mitte zu sehen, aus den Niederlanden wohlgemerkt, eine Plattform, wo sich Startups präsentieren, die morgen launchen. Also im Prinzip ist eine Idee da nirgendwo zu finden. Und ein Problem, das erste Problem, warum eigentlich alle aus USA, warum können wir nicht auch in Deutschland zeigen, dass wir vielleicht tolle Produkte haben, beispielsweise die Gründerszene, die schreibt ja auch viel über die Startup-Szene. Aber letztlich schreiben die auch viel über Facebook und Co. Versucht mal, wenn ihr ein Startup habt, mal auf die Gründerszene zu kommen. Ich habe es einfach mal gemacht, habe einfach mal die Gründerszene angeschrieben, wollte nicht über Startgeist schreiben, die haben es nicht gemacht, deutsche Startups haben es aufgenommen, da hatten wir Glück, gleich 100 Sign-ups mehr auf unserer Seite. Gibt es mehr deutsche Startups? Deutsche Startups? Super, genau, da hat es geklappt, bei Gründerszene hat es nicht geklappt. Aber was macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt diese tolle Idee habt? Das Google von morgen vielleicht, oder wie auch immer, eine tolle Idee. Wo geht der hin? Vielleicht zum Kim, der weiß genau, wie man sowas umsetzen kann. Ja? Kim, wo würdest du hingehen? Die nächste große Idee. Die Gas. Die Kunden findest. Genau, die meisten wissen es nämlich nicht. Und deswegen gibt es auch so welche Leute wie der Kim, die haben dann Kunden und Kim kann den Leuten was erklären und kann sein Wissen weitergeben, was ich als essentiell erachte. Und jetzt könnte man noch mal ein bisschen weiter herstellen und deswegen möchte ich auch gerne an Kims Vortrag anknüpfen, diesen Prototyping, wie kommt man überhaupt, wie wird man als Startup erfolgreich? Diesen Ansatz verfolgen wir auch. Aber was braucht man vielleicht grundsätzlich, um als Startup erfolgreich zu sein? Und jetzt hören wir uns das mal an von einem Meister seines Faches, Paul Graham, Gründer von Y Combinator, ein großer Accelerator aus, wie auch anders erwartet, Silicon Valley. Um als Startup erfolgreich zu sein, braucht man gute Leute,
etwas, was Kunden wollen, und man sollte wirklich wenig Geld auf den Weg ausgeben. Siehe Lean Prototyping von Kim. Wenn man das jetzt, wenn man das so im Kopf hat, dann denkt man sich, okay, das will ich jetzt machen, jetzt will ich als Startup wirklich diese Dinge, ich will ein gutes Team aufbauen, will etwas machen, was Kunden wollen und will wenig Geld ausgeben. Was muss ich jetzt eigentlich genau machen? Und da sagen wir, jetzt haben wir ein Startgeistrezept. Wir haben uns das überlegt. Also Startgeistrezept. Wir sagen, man braucht genau drei Dinge, die relativ einfach sind. Als erstes, dann möchte ich gerne einen TED-Vortrag anknüpfen, präsentiere deine Idee. Weil wenn du deine Idee nicht präsentierst, wirst du niemals das großartige Team finden, von dem der Paul Graham hier vorne geredet hat, Good People. Also präsentiere deine Idee, weil sonst kannst du es eigentlich total vergessen. Der zweite Punkt, lass dich inspirieren von anderen. Erweitere deinen Horizont, geh raus zu Leuten, rede mit ihnen, hol dir Feedback ein, lass dich kritisieren, lass dich scheitere, komm wieder nach oben. Und das, weil so kannst du überhaupt nur was machen, was Kunden wollen. Weil alleine schaffst du es einfach nicht. Und der dritte Punkt eben, finde Partner für deine Idee. Um eben natürlich auch möglichst wenig Geld auszugeben. Weil willst du Service-Provider beauftragen, willst du Anwälte beauftragen, die 280 Euro in der Stunde kosten? Hast du Geld für einen Webdesigner, der dir für 10.000 Euro eine Website macht? Nein, also finde Partner. Finde Mitgründer, finde Mentoren und finde Investoren, die deinen Traum finanzieren. Nämlich wenn du deine Idee präsentierst, dich inspirieren lässt, dann findest du die Partner ganz von alleine. Also gehen wir mal kurz auf die drei Punkte dieses Startgeistrezepts ein. Der erste Punkt, präsentiere deine Idee. Na, ist ja klar, kommt ja jeder und sagt, jetzt klaut auch jeder meine Idee. Wenn ich mir jemanden von meiner Idee erzähle, er kopiert sie, setzt sie um. Wir sagen aber, nein, das wird er nicht tun. Nämlich aus den folgenden Gründen. Die Menschen sind faul. Oder sie sind einfach viel zu beschäftigt. Beispiel von Eric Ries aus seinem Buch Lean Startup. Ihr habt eine tolle Idee, ruft mir irgendeinen Manager von Telekom an und erzählt ihm eure Idee. Eure Idee ist jetzt im Telekommunikationsbereich. Ja, hier die Idee, die habe ich, wollen wir nicht kooperieren. Und versucht mal, wenn das wirklich die beste Idee für Telekom wäre oder für den, der die Idee möglicherweise kopieren könnte, sagt sie ihm einfach und mal gucken, was er macht. Er wird nämlich nichts machen, weil er viel zu beschäftigt ist mit seinen ganzen anderen Ideen und mit seinen ganzen Manager-Dasein. Außerdem, selbst wenn er die Idee dann hat, muss er sie umsetzen. Und er muss sie testen. Er muss die Methoden durchführen, die Kim euch vorgestellt hat. Wie ein Prototyping. Das ist auch viel Arbeit. Und man muss die Kunden herausfinden, wo die sind. Dann muss ich die interviewen, muss ich fragen, gefällt euch das oder gefällt euch das nicht. Das ist eigentlich erst die Arbeit. Die Arbeit ist nicht, die Idee zu haben, die Arbeit ist, sie umzusetzen. Denn Ideen sind cheap. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Jeder hat Ideen. Die Umsetzung und das Team sind entscheidend. Geht mal zum Venture Capitalist mit einem NDA, also mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Der schickt euch wieder nach Hause, weil er genau sagt, Ideen gibt es wie Sand am Meer. Für mich das Einzige, was zählt, ist das Team und die Umsetzung des Teams. Also wenn die es auf die Straße kriegen, sind die gut, aber letztlich die Ideen, ich kriege 1000 E-Mails im Jahr, mindestens, da brauche ich kein NDA zu unterzeichnen. Und der letzte Punkt, was ist denn eigentlich mit Passion, mit eurer Begeisterung? Meine These, jede Gründerin oder jeder Gründer ist doch passionierter über sozusagen ihre oder seine eigenen Ideen als jemand anders. Das heißt, ich bin passioniert über Startgeist, ich bin passioniert, Leute zu connecten. Ja, ich erzähle euch alles über meine Idee. Ich kann euch auch gerne Mockups senden, wenn ihr wollt, über unsere Idee. Ich glaube nicht, dass ihr sie umsetzt, weil ihr vielleicht nicht so passioniert davon seid, wie wir im Team. Also, im Prinzip, präsentiere deine Idee für Erfolg. Dafür steht Startgeist und dafür stehen wir, weil wir sind der Meinung, dann findet man erst dieses großartige Team, was man braucht, und dann kann man seine Idee validieren und weiß, ob sie funktioniert. Bekommt Kritik, bekommt Feedback und kann im Prinzip erst Erfolg haben. Zweiter Punkt, lass dich inspirieren. Unser aller Horizont ist begrenzt. Egal wie intelligent, egal wie genial, wir sind begrenzt in dem, was wir wissen und kennen. Und hier ein kleiner Tweet von mir, eine Freundin von mir aus China hat das mir mal über LinkedIn geschrieben.
als ich mit ihr über Ideen geredet habe, und sie hat das gesagt. Die Limitation ist, dass wir eigentlich nur Ideen in dem Bereich haben, wo wir uns auskennen. Deswegen müssen wir uns besser vernetzen. Ein zweiter Punkt. Im Prinzip Innovation dank Kombination. Hier Gutenberg, ja, der hat die Weinpresse. Der Gutenberg hat die Weinpresse benutzt und sie mit der Metallurgie kombiniert, um den Buchdruck zu erfinden. Also er war ziemlich geschickt, weil er hat zwei Fächer, die es schon gab, einfach miteinander kombiniert. Weil er hat seinen Horizont erweitert für neue Dinge und war einfach so toll und hat gesagt, okay, ich kombiniere zwei und das war eine Innovation. Also kombiniert Dinge. Lass uns inspirieren auch von anderen Feldern. Und der dritte Punkt, finde ich nämlich ganz lustig, wir hatten uns nicht abgesprochen, Tim hatte auch Social Network zitiert und ich mache es jetzt auch nochmal. Innovation dank Kommunikation. Hier ein Beispiel, wie Mark Zuckerberg darauf gekommen ist, den Beziehungsstatus auf das Facebook-Profil zu machen. Nämlich sein Freund hat ihn gefragt, hier die eine Kommilitonin, weißt du, ob die einen Freund hat? Und Mark Zuckerberg so, Leute laufen doch nicht herum mit einem Schild. Und in dem Moment kam sein Aha-Moment. Und er ist nach Hause gerannt und hat den Beziehungsstatus nach Facebook aufs Facebook-Profil gemacht und dann ist das Ding live gegangen. Also, nur durch Kommunikation, natürlich auch ein bisschen Zufall, Zufall ist immer da, aber es war Kommunikation, die seinen Aha-Moment ausgelöst hat. Und das ist ein kritischer Punkt, weswegen wir sagen, man muss kommunizieren, um überhaupt Erfolg mit seinen Ideen zu haben. Und der dritte Punkt, wenn man das alles vorher beachtet hat, findet man auch Partner. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, es gibt ja schon so viele tolle Menschen, die Gutes gemacht haben. Also hier Reid Hoffmann, ein kleines Zitat, als Alleingänger wirst du immer gegen Team verlieren. Und das, da gibt es tausend Beispiele auf der Welt, vielleicht gab es auch gute Alleingänger, aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist das so. Und Reid Hoffmann hat LinkedIn aufgebaut, nach 4 Jahren ist er gegangen, nach 8 Jahren ist das Ding an die Börse gegangen und er hat nach 4 Jahren so eine Plattform in positives, also Revenue positiv, also Net Profit sozusagen gefahren. Und deswegen sagen wir auch hier, also das muss man eben beachten. Die Partner sind so essentiell, weil man dann eben auch weniger Geld ausgibt, weil man einfach ein Team ist. Das ist ja das Wichtige als Startup, weil man hat ja kein Geld. So, jetzt sind wir eigentlich schon dabei, so fragt ihr euch bestimmt so, was machen die jetzt eigentlich von Startgeist? Machen die jetzt irgendwas? Kopieren die einfach nur Leute, die schon irgendwas gesagt haben? Was jetzt nicht immer neu ist, vielleicht wir kombinieren es ein bisschen neu, aber was machen wir genau? Wir machen ein Netzwerk für Starter, also für Gründerinnen und Gründer oder für Gründungswillige, die vielleicht noch nicht gegründet haben, die im Corporate arbeiten, sagen, ich habe eine Idee, aber ich will nicht kündigen, ja, ich habe jetzt die Idee und was mache ich jetzt mit der Idee? Na, gehe ich doch zu Startgeist. Gehe ich zu Startgeist, vernetze mich da mit anderen coolen Leuten, mit motivierten Gründern und diskutiere einfach mal, lass mich inspirieren und finde Partner und dann kündige ich irgendwann und dann mache ich das Ding durch. Also, der erste Punkt, Connect. Wir verbinden gründungswillige Gründer untereinander, alles motivierte Leute, um im Prinzip ihre Ideen sozusagen sich gegenseitig präsentieren zu lassen, über die Ideen zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen und Partner zu finden, also Mitgründer zum Beispiel. Dass man gemeinsam eine Idee umsetzt, dann vielleicht seinen Job macht, wie wir das alle auch getan haben. Das ist aber nicht das Einzige, was wir machen, sondern ein Netzwerk für Gründer bedarf natürlich auch mehr. Markus macht das mit seinem CTO Office Hours. Und wir hoffen, dass Markus auch bald ein Mentor bei Startgeist wird. Dann kann er nämlich vielleicht viele Mentees über Startgeist haben. Ask. Also über Ask können wir dann ganz einfach sagen, so, jetzt möchte ich gerne mit einem Mentor reden. Jetzt habe ich hier toll mich inspirieren lassen von anderen Gründern. Jetzt glaube ich, ist meine Idee bereit, endlich mal mit einem Mentor zu reden, der mich weiter voranbringt. Ein erfolgreicher Unternehmer. Und den könnt ihr auch über Startgeist finden. Und wenn das dann alles richtig gut gelaufen ist, ihr Umsätze habt und so weiter, kommt der letzte, hoffentlich auch der Investor. Nicht jedes Startup braucht einen Investor. Wir zum Beispiel, erstmal sind wir jetzt selbst finanziert. Wir machen jetzt gerade ein MVP, bringen das an den Markt und erhoffen uns,
davon auch Umsätze. Und irgendwann wollen wir vielleicht auch den Investor. Aber nicht jedes Startup braucht unbedingt einen Investor, um überhaupt Erfolg zu haben. Aber in gewisser Weise ist es natürlich für viele Startups nötig, also E-Commerce, ohne sich, also können wir jetzt nicht vorstellen, dass man eine E-Commerce-Plattform in Europa ohne Investor aufbaut. Also, es sei denn, man hat jetzt Millionen auf dem Konto, dann könnte man es vielleicht machen. Und das sind im Prinzip die Dienstleistungen, die wir für euch langfristig anbieten möchten. Mit unserem MVP starten wir mit Connect und mit Ask. Und wie funktioniert das jetzt? Wo meldet man sich an? Wann launcht ihr? Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Fragen. Wir kommen demnächst an den Markt und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was abgeguckt von anderen Plattformen, die erfolgreich waren. Der Kim hat gesagt, Facebook, wie haben die das gemacht? Was war denn so ein bisschen deren Schlüssel? Die waren exklusiv. Und Product Hunt, die machen das auch, die sind auch exklusiv. Weil sie sich daraus einen Erfolg erhoffen, dass vielleicht die Plattformen besonders exklusiv sind. Jetzt sagen wir nicht, wir sind selbst nicht die Gründer, die vom Himmel gefallen sind. Ich mache das jetzt auch erst seit kurzem, oder auch was ganz anderes gemacht. Und deswegen wollen wir jetzt nicht sagen, wir machen eine Plattform nur für die Tollsten. Aber wir wollen sicherstellen, dass die Plattform für motivierte Leute ist. Wir wollen uns nicht die Plattform kaputt machen lassen, dass da irgendwelche Leute rumrennen und Ideen von anderen kritisieren. Deswegen, und wir wollen natürlich eine Community haben, die vielleicht noch aus Deutschland kommt, deswegen machen wir auf Englisch, damit die Amerikaner auch mal nach Deutschland gucken können und sehen, Deutschland hat nämlich auch was. Weil wir haben nämlich auch relativ viel, aber die Amerikaner und die anderen Leute aus der Welt lernen das nie kennen, weil sie deutsche Sprache nicht verstehen. Aber wir gucken immer nach Amerika und denken uns, wow, das ist cool, lass uns das in Deutschland machen. Lass uns das hier auch mal machen. Weil wir es verstehen, was die machen. Wir in Deutschland sprechen viel mehr Sprachen als in den USA, so. Wir möchten das gerne deswegen auf Englisch machen, damit die vielleicht auch mal gucken, was wir hier in Deutschland haben. Wie kommt irgendjemand auf die Plattform? Da haben wir uns noch Folgendes überlegt, weil wir mit einer Twitter-Integration arbeiten. Das würde ich euch bitten, euch zu merken, weil in den nächsten Wochen geht es los und ihr könnt auch gerne schon jetzt loslegen. Hashtag Startgeist ist unser Hashtag. Und darüber läuft im Prinzip die Bewerbung für die Plattform. Das heißt, wenn irgendjemand von euch sagt, ich möchte gerne auf diese Plattform, ich möchte mich vernetzen und so weiter, tweetet mal eure Idee an Hashtag Startgeist. Nee. Könnt ihr jetzt schon anfangen. Also jeder tweetet eure Idee an Hashtag Startgeist. Beweist Mut, dass präsentiere deine Idee, dass es funktioniert. Ich habe gesehen, das haben schon viele gemacht. Wir machen es aber so. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele User wir dadurch generieren. Also einfach an Hashtag Startgeist tweeten. Ihr seid die Ersten übrigens auf dem Wertmontag, die es erfahren. Die anderen wissen es noch gar nicht. Das ist sozusagen heute der offizielle Launch. Wertmontag 10, in 2 Wochen kommen wir raus. Ihr könnt jetzt schon los tweeten, was das Zeug hält. Vielleicht fragen sich die anderen, was macht die? Schreiben komische Dinge an Hashtag Startgeist. Was ist überhaupt Hashtag Startgeist? Dann werden wir mal sehen, wie das so ankommt und ob die Leute überhaupt ihre Ideen präsentieren. Weil das ist natürlich auch eine kritische Annahme, auf der unser Geschäftsmodell basiert. Die Leute präsentieren ihre Ideen. Wir sagen, macht es, ich würde es auch machen, ich tweete demnächst auch an Hashtag Startgeist alle meine Ideen, die ich noch habe. Und dann schauen wir mal, ob sich nicht vielleicht einer findet, der sagt, wow, geil, die will ich mit umsetzen. Dann lass uns mal ein bisschen drüber diskutieren. Also vielen Dank. Das sind wir. Und das war's.